Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Orga TV. Heute mit ganz schönen Sachen, und zwar haben wir die Cube-Formel von der Bundeswehr noch für euch. Dann entscheidet sich auch, glaube ich, heute schon, wer der Sieger ist, oder von der Cube-Formel. Oder machen wir das nächste Woche? Weiß ich gar nicht genau. Gucken wir mal. Entscheiden wir ganz spontan, ja, wen wir da als Sieger erkoren. Und wie schon angekündigt, was für die Mädels ein Beauty-Beitrag. Also wir Mädels waren schon ganz begeistert von den Sachen, ne? Eins musste ich mir hier auch sichern, das wollte mir schon die eine oder andere klauen. Leider. Also es sind sehr, sehr schöne Sachen dabei. Auf jeden Fall. Natürlich befinden wir uns immer noch in der EM. Hast du Fußball geguckt, Deutschland? Natürlich habe ich geguckt. Ich bin ja fast gestorben auf der Couch. Ja. Das war ja schrecklich. Das war ganz Ich bin ganz durchgedreht. Aber wir haben gewonnen und jetzt schaffen wir es. Hast du es so getippt auf Verlängerung? Oder nee. Hast gedacht, ich habe, glaube ich, 2-1 getippt, so der Standard-Tipp. Ja. Und jetzt, das nächste Spiel, habe ich 3-2 getippt. Vielleicht wird das besser. Ja, Frankreich, ich hoffe es, weil ich wohne ja an der Grenze. Und wenn die gewinnen sollten, dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ja, und, kriegst du das Gehupe und genau, so. Genau, erstens habe ich darauf keine Lust. Und zweitens muss natürlich Deutschland gewinnen. Also natürlich. Wir drücken unserer Mannschaft ganz fest die Daumen. Richtig, richtig. Ja, und letzte Woche war ja, wie gesagt, vorhin angekündigt, Bundeswehr bei uns zu Besuch und zu Gast. Genau, ja. Und da waren wir euch ja noch den Beitrag zur Cube-Formel schuldig. Den hatten wir noch nicht gezeigt und deswegen seht ihr den Beitrag dazu jetzt. Da das Internet mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der heutigen Kommunikationswelt ist, wird auch der Personalakquisition via Internet eine bedeutende Rolle beigemessen. Aus diesem Grund werden seit 2001 mithilfe des Evaluationsframeworks Cube-Formel anhand verschiedener Kriterien Personalwebsites analysiert. In die Erfolgsgleichung einer guten Personalwebsite fließen dabei 4 Faktoren mit ein. Zum einen Content als angemessener Inhalt der Seite, Usability als empfundene Nutzerfreundlichkeit, Branding als unternehmensspezifische Einmaligkeit und zuletzt Emotion als Positionierung von Gefühlsbotschaften. Heute präsentieren wir euch die Analyse der Bundeswehr-Personalwebsite mittels der Cube-Formel anhand der 4 vorgestellten Kriterien. Am Ende werden wir alle vorgestellten Unternehmen miteinander vergleichen und den Sieger dieser Analysereihe ermitteln. Um aber zunächst nachvollziehen zu können, wie sich die Gesamtpunktzahl zum Schluss zusammensetzt, zeigen wir euch hier unser Bewertungsschema. Je nachdem wie ansprechend die Seite des zu bewertenden Unternehmens gestaltet ist, desto mehr Burger verleihen wir. Burger deshalb, weil wir am Ende der Beitragsreihe das Unternehmen, welches die höchste Gesamtpunktzahl erreicht hat, mit einer Einladung auf einen Burger küren möchten. Für sagen wir mal viel Spielraum nach oben vergeben wir einen Burger in der jeweiligen Kategorie. Wenn wir kaum mehr das Fenster zuklicken wollen und uns vor Begeisterung kaum noch zurückhalten können, vergeben wir 5 Burger. Nach Bewertung der 4 Hauptkriterien werden zum Schluss die Burger zusammengezählt, die dann das Gesamtergebnis ergeben. Damit auch ihr zukünftig die Unternehmenswebsites kritisch bewerten und analysieren könnt, haben wir für euch genauere Erläuterungen parat und wenden diese im direkten Anschluss auf die heute vorgestellte Personalwebsite an. Für die Kategorie Content überprüfen wir zunächst einmal, an welcher Stelle der erste Link zur gewünschten Karriereseite durch die Eingabe in einer Suchmaschine erscheint. Wie hier zu sehen ist, erscheint die Karriereseite der Bundeswehr mehrmals durch die Eingabe in der Suchoption. Auch der Verweis auf die Facebook-Seite ist direkt sichtbar. Damit beweist die Bundeswehr Modernität und Aktualität. Auch die Direktverbindung zur Online-Bewerbung ist sichtbar. Vorbildlich. Geht man auf die Internetseite selbst, sind in der oberen Spalte verschiedene Kategorien aufgeführt. So ist auch sofort der Link zur Karriereplattform zu finden. Klickt man hier drauf, erhält man eine ansprechende, informative und übersichtliche Seite. Beim weiteren Durchklicken navigiert dich die Seite genau zu dem Punkt, der für dich interessant sein könnte. Hier ist wieder mal das Layout wie auch die Aufteilung der Unterpunkte sehr übersichtlich. Der Bewerber kann wählen, welche Informationen ihn näher interessieren. Die verschiedenen Bildungsmöglichkeiten werden direkt nach vorhandenem Bildungsstand sortiert.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten, bei der Bundeswehr Karriere zu machen, zeigen die folgenden Seiten ausführlich und sehr prägnant. Kennt ihr das, wenn man auf einer Seite ewig suchen muss, bis man auf Jobangebote oder diverse Informationen zugreifen kann? Deshalb schauen wir in der Kategorie Usability insbesondere auf klare Benutzerführung, die Funktionalität sowie auf eine klare Struktur und Aufbau der Seite. Sowohl klare Benutzerfreundlichkeit als auch die Struktur können hier punkten. Zudem überrascht die Seite mit der Auswahlmöglichkeit von Gebärdensprachen. Besser geht es also kaum. Ist das Branding der Unternehmung gut ausgearbeitet, bleibt einem die Website stets in guter Erinnerung. Als konkrete Bewertungskriterien werden in dieser Kategorie die Unternehmensdarstellung, das Corporate Design, als auch die auf der Seite dargestellte Unternehmensidentität bewertet. Die Unternehmensdarstellung und das Corporate Design sprechen einen potenziellen Bewerber definitiv an. Schafft es ein Unternehmen, dich zu begeistern und positive Emotionen zu wecken, sodass du dich angesprochen fühlst, dich in dem Unternehmen zu bewerben, wurde der Zweck der Personalwebsite erfüllt. Es gibt nichts Langweiligeres als eine standardisierte Website, die weder mit Bildern, Videos oder anderen grafischen Stilmitteln individualisiert wird. Kaum eine Seite hat so viele Emotionen in uns geweckt wie die Karriereseite der Bundeswehr. Wer in Erwägung zieht, dort beruflich durchzustarten, wird definitiv mit Hilfe der Fotos und Videos, dem Layout und der direkten Ansprache und zugleich Aufforderung an den Benutzer, über sein Limit zu philosophieren, angesprochen. Eine sehr gute Strategie, Bewerber in ihren Bann zu ziehen. Somit bewerten wir die Bundeswehr mit unschlagbaren 17 Burgern. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das bedeutet also, wir laden die Personalverantwortlichen der Bundeswehr, wie versprochen, auf einen Burger ein. Ja, also dann hat man es ja schon gesehen jetzt, wer gewonnen hat. Wir werden auf jeden Fall auch den Gewinner auf einen Burger einladen und ich denke, da nehmen wir die Kamera mit. Ja. Da können wir das auch für mal filmen. So, jetzt mal zu was ganz anderem. Letzte Woche hast du gesagt, es gibt was zu Beauty. Genau. Und ich habe mich extra schon gefreut. Ja, natürlich. Und zwar ganz schöne Tipps und Tricks, was ihr zu Hause da selber machen könnt. Cool, ja. Was denkst du denn? Was würdest du denn gerne mal zu Hause selber machen? Zu Hause, also vielleicht mal was in Richtung Peeling-mäßig irgendwas, was man so schnell mal benutzen kann, was nicht so aufwendig ist auf jeden Fall, was leicht zu machen geht, vielleicht auch was Cooles zum Verschenken irgendwie. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich zum Beispiel habe extrem empfindliche Haut und gegen die meisten Produkte, die man dann im Drogeriemarkt kauft, kriege ich irgendwie Ausschlag oder Pickel oder was weiß ich. Und viele Leute sind ja auch im Moment so auf dem Bio-Trip und sind vegan. Dann, genau, und wollen dann halt auch wissen, was ist in den Produkten drin. Mhm. Und da blickt man ja bei den Drogeriesachen nicht so ganz durch, da sind ja auch viele chemische Sachen drin. Und deswegen gibt es jetzt einen Beitrag, wo alles aus natürlichen Produkten, aus Bioprodukten hergestellt wird und wo ihr 100% wisst, was drin ist. Und diesen Beauty-Beitrag mit den ganz schön tollen Tipps, den seht ihr jetzt. Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man Do-It-Yourself-Beauty-Produkte ganz einfach zu Hause selber nachmachen kann. Und zwar zeige ich euch eine Haarmaske, eine Gesichtsmaske, einen Lippenbalsam und von Lush das Duschjelly, das so ähnlich aussieht wie Wackelpudding. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Duschjelly. Wir beginnen mit der Blattgelatine, die wir in Wasser für ca. 5 Minuten einweichen. Nachdem die Blattgelatine aufgeweicht ist, wird sie in einem Wasserbad erhitzt, bis sie komplett flüssig ist. Dann nehmt ihr euer Lieblingsduschgel. Ich habe hierfür eins von Balea genommen, Himbeere und Zitronengras, weil das so schön rosa ist und super, super lecker riecht und vor allen Dingen auch sehr extrem riecht. Außerdem noch eins von Nivea Water Lily and Oil. Das ist durchsichtig und hat so kleine Duschperlen drin. Dann füllen wir die zwei Sachen einfach in die Gläser. Wenn ihr das Ganze jetzt verschenken möchtet, könnt ihr auch noch Lebensmittelpulver drunter mischen. Das ergibt dann noch einen zusätzlichen schönen Glitzereffekt. Die flüssige Gelatine füllt ihr ganz vorsichtig nach und nach unter das Duschgel.
Ich habe mir dann so kleine Silikon-Backförmchen ausgesucht, weil die Herzform, die fand ich total goldig und als Geschenk eignet sich das super. Für ein schönes Farbspiel die Duschgele einfach mischen. Das Ganze ergibt bei mir natürlich eine schöne Sauerei, aber vielleicht seid ihr da ein bisschen geschickter drin. Nachdem ihr es mindestens 2 Stunden im Kühlschrank habt abkühlen lassen, sieht das Ganze dann so aus, schön schwabbelig. Unter der Dusche ergibt das Ganze nicht nur viel Spaß, sondern auch richtig schöner Schaum. Für den Lippenbalsam nehmt ihr Vaseline. Ich habe gute 2 Teelöffel hierfür genommen. Dann nehmt ihr einen Lippenstift, der entweder kaputt ist oder euch nicht mehr so gut gefällt. Durch die Vaseline wird die Farbe nämlich etwas abgeschwächt. Die Spitze trennt ihr dann ab und vermischt sie gut mit der Vaseline. In einem Wasserbad schmilzt ihr das Ganze und wenn es komplett flüssig ist, gießt ihr es in so eine kleine Dose. Die gibt es sehr preiswert im DM-Markt oder ich habe sie vor kurzem bei Aldi in so einem Reisepaket erstanden. Dann stellt ihr die Dose am besten für so eine Stunde in den Kühlschrank, damit die Vaseline wieder hart werden kann. So, unser Lippenbalsam ist jetzt fertig. Kann man auch schön in die Handtasche machen. Der ist jetzt getrocknet und jetzt ist es Zeit, ihn mal auszuprobieren. Für die Haarmaske für trockenes Haar benötigt ihr eine Banane oder eine Avocado und 1 Esslöffel Honig. Ich habe mich in diesem Fall für die Banane entschieden. Die zerdrückt ihr und mischt sie mit dem Honig. Den fertigen Brei gebt ihr dann vom Ansatz bis zu den Spitzen ins Haar. Bananen, Avocados und Honig enthalten sehr viele Vitamine und Mineralien, die das Haar und die Kopfhaut seidig und gesund machen. Für die unter euch, die eher zu fettigen Haaren neigen, einfach den Saft einer halben Zitrone mit 1/4 Tasse Apfelessig mischen. Haarmasken sollten in der Regel so ca. 10 Minuten einwirken. Habt ihr fettige und ölige Haut? Ja, dann eignet sich diese Maske sehr gut. Dafür benötigt ihr 1/2 Gurke und 2 Esslöffel Naturjoghurt. Die Gurke gebt ihr in einen Mixer und mixt das Ganze ordentlich durch. Zu dem Brei gebt ihr dann den Joghurt. Das tragt ihr dann am besten mit einem Make-up-Pinsel auf und lasst es ca. 10 bis 15 Minuten einwirken. Möchtet ihr, dass eure Haut wacher und strahlender aussieht? Ja, dann mischt 2 Esslöffel Kaffeesatz oder Kaffeepulver mit 1 Esslöffel Olivenöl und 1 Esslöffel Honig. So, jetzt wollen wir natürlich auch unsere Gesichtsmaske ausprobieren. Dafür aber erstmal Haare aus dem Gesicht. So, Haare sind jetzt aus dem Gesicht. Natürlich muss das Gesicht auch vor der Maske ordentlich gereinigt werden. Ein Gesichtswasser könnt ihr auch ganz einfach selber machen, indem ihr in eine kleine Flasche oder Ampulle Rosenwasser füllt. Je mehr Rosenwasser, desto hochwertiger wird euer Gesichtswasser und destilliertes Wasser. Das zusammen vermengt ergibt schon ein super Gesichtswasser. So, jetzt tragen wir das Ganze mal auf.
wie so eine kleine Kriegsbemalung. Sie ist halt ungewohnt und kalt. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Der Koffein im Kaffee gibt eurer Haut einen richtig schönen frischen Kick und dadurch wird die Haut viel strahlender und heller. Und das lasst ihr jetzt ungefähr 15 Minuten bis 20 Minuten einwirken und dann kann das Ganze auch wieder abgewaschen werden. Ja, das war unser Beauty-Beitrag. Hat er dir so einigermaßen gefallen? Ja, war dabei? Ich fand das schön. Am besten war deine Kriegsbemalung. Ja, dankeschön. Ich kam mir ein bisschen blöd vor, weil ich habe gedacht, hey, das muss man mal irgendwie ausprobieren. Man muss das schon zeigen, wie es dann im Gesicht aussieht. Und das ist hier der besagte Lippenbalsam. Der wurde mir hier schon beinahe von zwei Personen geklaut. Der ich ist war nämlich, eine davon. Ach, der ist nämlich echt... der ist toll. Super, ne? Mhm. Pflegend. Und die Farbe ist auch sehr, sehr schön. So, aber zum bevor man so einen Lippenbalsam drauf macht, sollte man ja auch ein bisschen die Lippen so peelen. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen in der Live-Sendung mal ein Lippenpeeling. Warte, bevor du weitermachst, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir eine Handkamera haben könnten. Kamera noch reinkommen. Yay! Gut. So, damit die Leute das nämlich auch sehen. Ja, dann sehen. Seht ihr das auch besser. Genau. So. Also, was genau machen wir jetzt? Ja, und zwar, da nehmen wir so ein Schüsselchen. Eins stellen wir mal beiseite für die Gesichtsmaske. Da habe ich schon alles so ein bisschen ein Equipment mitgebracht. Ich habe alles abgefüllt, weil ich glaube, meine Mutter wäre nicht so begeistert gewesen, wenn ich die halbe Küche damit nehme und sie dann heute Abend nichts zum Kochen hat. Für das Lippenpeeling brauchen wir, das habe ich hier jetzt auch mal abgefüllt, ein Teelöffel Zucker. Ein Teelöffel Zucker macht man dann. Machen wir einen guten Teelöffel, ne? Ach, wie süß. So. Genau. Kann man ja später dann auch essen. Ist ja auch dann nicht schlecht. So, ja, dann nehmen wir einen Teelöffel Honig. Das mache ich immer so nach Maß, weil. Oder nee, wir nehmen zuerst Olivenöl. Weil Honig bappt ja immer so. Ja, und dann kriegt man das dann nicht mehr ab. Genau. Dann machen wir einen Teelöffel. Olivenöl dazu. Ja. Cool. So, und ein Teelöffel Honig. Ich mache das jetzt so nach Augenmaß, weil... Guck mal, kann man es mal zeigen? Sollen wir es mal reinhalten? Man sieht es so sieht man das? So, dann mischt man das Ganze. Wenn einem das nicht körnig genug ist, also nicht kristallisiert genug ist, kann man natürlich auch noch Zucker nachmachen oder wenn einer zu viel Zucker hat. Das kann man halt auch so gerne nach Belieben mischen, aber normale Mischung ist 1-1. Cool. 1-1-1? 1-1-1. So, ich würde sagen, dann noch ein bisschen Zucker rein, oder? Weil das ist ein bisschen flüssig irgendwie. Ja, dann machen wir noch ein bisschen. Das ist, weil es hier drin so warm ist. Ja, oh, es ist mega warm heute. Mm. So, das sieht schon besser aus. Ne? Kann man das mal zeigen? Genau. So sieht es dann fertig aus. Das ist so. Es sieht jetzt nicht sehr lecker aus. Es ist sehr, so ein bisschen gelblich und so eine Pampe. Man kann auch Lebensmittelfarbe reinmachen, so in Rot oder Pink. Ja. Weil dann sieht das Ganze auch noch ganz schön aus. Oder Blau. Oder Blau. Kann man alles machen. Und dann habe ich hier mein schlaues Döschen mitgebracht. Dein Superdöschen. Aus dem Aldi. Aus dem Aldi. Ein bisschen Werbung noch machen, bitte. Ja. Ich glaube, die Sets gibt es sogar noch. So, und dann kann man das Ganze nämlich super da reinfüllen und sich dann zu Hause ins Bad stellen, in den Schrank. Ah ja, das ist ja, nimmt nicht so viel Platz weg. Genau, ne? Und dann kann man das immer wieder benutzen. So, sagen wir das mal ausprobieren, weil wir können es ja auch essen. Ich probiere das mal so. Hol dir ruhig ein bisschen mehr. Genau, das muss nämlich... Ich will es am liebsten schon direkt essen. Ordentlich peelen muss da in die Kamera gucken. Mir fällt auch in den Mund. Also, ist also schmeckt diese Mischung aus Honig und Olivenöl ist sehr interessant. Ich würde es am liebsten direkt essen. Es peelt halt auch gut, ne? Ja, aber das ist schon gut. Ein bisschen weniger Olivenöl das nächste Mal, vielleicht. Mhm. Ein bisschen mehr Honig. Damit süßer ist. Genau. Nee, also, ich finde es super. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr fertig seid, könnt ihr es einfach abschlecken. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Lass noch ein bisschen weg. Ich lasse noch kurz drauf. Ich mache noch ein bisschen Kussmund. So, jetzt.
Schmeckt gut, ne? Schmeckt lecker. Ja. Also, finde ich auf auch. Auf jeden Fall. Stimmt, das fühlt sich sehr weich an, jetzt meine Lippen. Jetzt merke ich mir gleich nochmal von dem Lippenbalsam drauf und dann. Nein, haben wir ja alles da heute. So. So, aber das ist durch das Olivenöl sind die Lippen ja, auch jetzt ne? schon ziemlich weich und befeuchtet toll. Und so. Also hilft auch schon mal sehr, sehr viel. Und wie ist das jetzt? Ich habe immer so trockene Haut im Gesicht, an den Armen. Hast du da auch irgendeinen Tipp für mich? Ja, da haben wir haben ja im Beitrag gesehen, war ja eher so für trockene Haut und so. Das habe ich mir extra für uns aufgehoben, weil ich habe auch sehr trockene Haut. Das geht auch ganz schnell. Und zwar braucht ihr einfach nur eine halbe Avocado. Yay! Habe ich auch lecker. Schon geschält gehabt. Das macht auch gar nichts, wenn die ein bisschen braun ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Am besten sind natürlich die überreifen, weil man die dann so schön quetschen kann. Matschen, ne? Genau. Meine Hände aus dem Bild. So, einmal das. Das ist eine halbe Avocado. Dann holen wir wieder einen Esslöffel Honig. Mache ich auch immer so nach Augenmaß. Ach ja, das sieht doch gut aus. So, das ist ein Esslöffel. Ein Esslöffel das. Das riecht auch schon lecker. Ich mal dran. Ja, nee, das ist halt ein Avocado, ne? Ja, aber ich finde, Avocado ist auch lecker. So, und dann nimmt man einen halben Esslöffel Olivenöl. Alternativ kann man auch einen Esslöffel Quark nehmen. Habe ich jetzt heute leider nicht dabei gehabt, aber würde ich sagen, macht nichts. Optimal bei dem Wetter wahrscheinlich. Genau. Wird dann schnell kaputt gehen. So, und dann zermatschen wir das Ganze nochmal schön. Matsch. Sieht natürlich sehr lecker aus. Ist grün. Mm. So, und das spendet eurer Haut sehr viel Feuchtigkeit. So. Trauma uns, ja. Ich weiß nicht, brauchen wir dann die Handkamera noch? Ich glaube nicht mehr. Also so sieht das Ganze dann aus. Ja, genau, zeig's nochmal und dann. Schöne Pampe. So, und das schmiert man sich dann. Interessant. Sollen wir es wirklich ins Gesicht schmieren? Ja, komm, ich mach das nicht durch. Okay, auf geht's. So, da schmiert man sich aber auf die vollgereinigte Haut. Wir haben unsere Haut nämlich vorher schon gereinigt. Ja, natürlich. Ich komme mir ein bisschen eklig vor. Ja. hast du mich jetzt damit angepasst? Nein, das war mit. So. Ja. Wir amüsieren uns hier noch ein bisschen mit unserer Maske. Ja, auf das jeden Fall. Das lasst ihr dann so eine Viertelstunde einwirken. Es ist ganz kalt, aber es ist angenehm im Sommer. Ja, ist echt kalt, aber es ist jetzt nicht so eklig. Genau. Also, ne, jedes andere, was du dir auf die Haut schmierst, ist auch nicht so gut. Ja, genau. Und da weißt du wenigstens, was drin ist. Und dann später mit lauwarmem Wasser abwaschen. Ja. So, genau. Wie gesagt, wir lassen das jetzt noch ein bisschen. Genau. Jetzt noch ein bisschen damit, würde ich sagen. Ja. Ja, und dann war es das schon für heute. Leider schon vorbei. Also, ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen, was die Jasmin uns hier an Tipps mitgebracht hat. Ich habe hier Avocado an den Fingern. genau, und dann schaltet auf jeden Fall wieder nächste Woche ein. Da haben wir auch wieder super spannende Beiträge. Ja. Und für alle Mädels, ich kann das nur empfehlen, macht das nach, vor allem der Lippenbalsam. Den nehme ich mir jetzt mit. So, auf jeden Fall, das war's schon. Also bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.